Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Heute mache ich mal einen Run Arena bei dem neuen Geburtstagsevent von Drakensang. Aber ich bin allerdings nicht allein. Schick dem Typen jetzt eben ein Avocado, damit er weiß, dass er hochkommen kann. Oder reinkommen kann in die Map. Mal sehen, ob es geklappt hat. Schönen guten Morgen. Jawohl, es hat geklappt. Na, wie hat die Avocado geschmeckt? Auf jeden Fall super. Also, kannst auch. Oh, jetzt ist er auch drin. Hat ein bisschen lange gedauert. Das war nämlich eine super neue, krasse Zeitreise-Avocado, die auch durch Raum transportieren kann. Ja. Hast du keinen Buff einwerfen? Ich habe keine Buffs. Ja, den Rias habe ich mir mitgenommen. Auf YouTube bekannt mit Let's Play, mit Hagen. Und ich hab gerade das Thema vergessen, worüber wir labern, aber ich dachte mir so, ein Zuschauer hat mir gesagt, man könnte ja mal als Thema sowas machen wie eine DSO-Talkrunde mit YouTubern. Ich habe jetzt allerdings nur einen bekommen, weil der jetzt gerade Zeit. Und aber als Thema habe ich mir jetzt ausgesucht, was ist das beste Feature, was in Drakensang jemals gekommen ist. Und da ich, Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, muss und ich da sagen. ich jetzt einfach mal ja, der Gastgeber bin, sag ich mal, ich lasse den Gast anfangen und lass den erstmal ein bisschen labern. So, was ist denn bei dir denn dann das beste Feature, was du meinst, was in DSO jemals kam? Also wenn man wirklich gut überlegt, da sind ja wirklich sehr viele Themen, könnte man so nennen. Aber dann muss das erstmal ratter ratter im Kopf, ja, weil es sind wirklich so einige. Das einzigste, was mir jetzt so spontan einfach was das Beste war, was ich jetzt denke, ist jetzt dieser Patch, weil der natürlich genial ist, dass man mehr Essenzen reindonnern kann. Aber wo die Zwerge gekommen sind, das war auch ein geiler Patch, muss man sagen. Die ist fern. Durchlass dich erstmal kurz. Kannst du erstmal deine Zeit machen? Also, ich meinte mit Features halt so overall, so generell. Also, was ich halt, also, was viele, was ich denke, was viele sagen würden, sagen direkt das Feature Werkbank mit Crafting 2.0. Allerdings sehe ich das halt absolut nicht so, sondern ich sehe besonders, was früher der Fall war, was heute eher weniger der Fall war, halt das Glyphensystem. Das war halt damals so dermaßen ein Motivationsschub, seine ganzen Items auf Maximum zu leveln. Das hat einen damals so hart motiviert zu 45er Zeiten, dass das für mich bis heute das eins der besten Feature ist. Das ist leider ein bisschen durch Deluxe und durch dieses schnelle Hochleveln von Items etwas kaputt gegangen ist, wie es früher war. Besonders durch das Deluxe-Ding. Das geht einfach viel zu schnell jetzt, muss ich bedenken. Jetzt ist das quasi keine Challenge mehr. Ich meine, früher konnte man auch die Glyphen nicht aus den Items rausholen. Das war auch schon ein enormer Fortschritt, als das eckig kam. Da musste Die man Stellen, wirklich. muss man dazu sagen. Ja, die Steine kamen ja viel früher. Die konnte man ja viel früher rausholen. Deswegen war Aber man ja dann. auch dementsprechend. War man echt lange am Überlegen: packe ich jetzt die Glyphen da rein oder da rein? Weil du bekommst sie dann erstmal nicht mal wieder raus. Also du hast es weggedonnert. Also eingeschmolzen. Ja, aber die Frage war meistens so, man hatte so 10 Millionen auf der hohen Kante. Man brauchte aber keine Ahnung, 20 Millionen. Wobei, nee, damals waren es viel, viel weniger Zahlen. Auf jeden Fall sage ich mal, 2 Level-Ups beim Amulett könntest du machen, sparst aber auf ein Level-Up bei der Waffe. Und das kannst du nicht eben so machen, so ja, ich mache jetzt eben die beiden Level-Ups beim Amulett, weil dann sind die Glyphen weg fürs Erste. Deswegen hast du teilweise übertrieben lange die Glyphen gespart, weil du erstmal die Waffe hochleveln wolltest. Und das hat lange gedauert. Also das war nicht so einfach mal so, ich mach mal eben meine Waffe für 55. Oder, nee, damals war 50. Das hat schon lange Ja, gedauert. Und ich fand. da muss man echt noch dazu sagen, da hat man auch sehr viel Q6 mit 2 gefarmt. Was jetzt sich überhaupt nicht mehr wirklich lohnt. Zu allem, weil es auch damals anders funktionierte. Man konnte damals halt mit sich, man hat den Run gemacht. Meistens, also man konnte halt verschieden machen. Entweder man machte 10 Ritter, 5 Ritter oder 3 Ritter.
Das hat da auch immer zusammengehangen mit Premium und der kostenlosen Wiederbelebungen. Und das kann man halt nicht mehr so machen, weil wie heißt es, da ist keine Tür mehr, wo man wieder hingehen kann. Es wurde dann zwar, hat sich dann geändert also mit dem Update, mit der Content-Erweiterung, hat sich das dann geändert durch Q3 Map 1, war ja quasi das neue Q6 Map 2, quasi einfach halbiert. Aber es hatte auch schon nicht mehr das Feeling, was es damals hier Q6 Map 2 Farm hatte. Und vor allen Dingen war es halt auch damals, dass es halt keine festen Werte gab, sondern alles variabel war. Was halt auch diesen, ich farm jetzt meine Zehntausenden, meine Millionen von Glyphen, aber immer noch die Chance, was Besseres zu finden. Und heutzutage ist das auch quasi nicht mehr der Fall. Heutzutage. Das ist wirklich zurzeit so easy, du kannst alles locker hochpushen. Das Was sie ist. wirklich gut auf einer Seite, muss man sagen, haben sie die Ranglisten solo zuerst falsch eingeführt. Die hätten lieber Gruppenrangliste zuerst einführen sollen und dann Solo-Rangliste. Das ist echt wahr. Wobei, Darum. ja, andersherum wäre tatsächlich sinnvoller gewesen fürs Gruppenspiel, weil dann wären die Leute wirklich für diesen Bonus, den es damals gab, der damals noch richtig krass war, aber seit Zeiten deines 100k Gaukel-Videos mit Gold, wo ich auch sagen muss, das ist mittlerweile auch echt nicht mehr so viel, seitdem man die Tricks weiß, die Tactics, wie Das man ist an viel schön. Gold kommt. Es braucht halt Zeit. Und man muss alles verkaufen. Geht ratzefatz. Ja, ich geht echt ratzfatz. Ich bin bei 17.000, Alter. Vor kurzem hat einer 100 Millionen, 1 Million Gold geguckt. Das ist krass. Ja, Weißt du, schon. als die Ankündigung kam, ja, wir haben jetzt unser Integer von 32-Bit auf 64-Bit hochgemacht. Also von irgendeinen maximal 214.782. Auf jetzt irgendwas mit 60 Millionen oder so. Oder 60 Milliarden. Weiß nicht genau, wie groß gerade ein 64-Bit-Integer ist. Auf jeden Fall viel. Deswegen, also ich fand allein schon die Zahl, die Anfangszahl, das Maximum, einfach schon zu krass. Ich dachte mir so, ey, das hat doch niemand. Und dann so, nee, falsch gedacht. Hat quasi fast schon jeder. Wo ich mir dann dachte, wow, das ist schon echt heftig. Das Schon. geht ratzfatz jetzt. Es geht echt ratzefatz. Naja, genauso wie es halt auch mit den Glyphen. Mit den Edelsteinen dauert es halt noch etwas länger. Allerdings sind die halt nicht mehr so wie früher essentiell, sondern zwar noch wichtig, aber die Ja, Steine machen nicht essentiell kann mehr. man das nicht. Die Steine machen, also früher haben halt die Deshalb. Steine dein Hauptdamage ausgemacht. Heute machen es halt immer noch etwas viel aus, aber sie machen nicht mehr dein Hauptdamage aus. Und man bekommt es halt dementsprechend viel schneller, weil mittlerweile auch Strahlen droppen können. Ich meine, früher droppten gerade mal normal. Das stimmt. Können, ja. Also können droppen, aber ab und zu droppen auch mal so ein Geschliffener. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass halt hochwertige Steine früher droppen. Und generell so viele Steine wie droppen. Hä? Jetzt hast du mal ein paar guten Runs in Q6 mit 2 hingekriegt. Aber das war auf jeden Fall nicht so der Durchschnitt wie früher. Hast du dich früher wirklich. Du bist ja teilweise ausgerastet, wenn du so einen normalen Stein plötzlich einfach mal so gedroppt hast. Heute ist das Ja, bei den ich kenn's auch. Strahlen der Fall. Ich meine, früher war so ein normaler Stein so selten wie heutzutage ein strahlender Stein. Obwohl noch ganz frühe Zeiten die Chance, einen Legi direkt gedroppt zu bekommen zu haben. Zu 45er Zeiten. Da hast du noch einen Mortis abgefarmt. Ich habe mir letztlich nochmal ein Aber. Video angeguckt von Deadpool, wo er wieder Return gemacht hat. Ich glaube Level 40 oder 45, weiß nicht mehr genau, was das war. Und da hat er ja den Q damals von Grimmark Stone, also Q1, den Endboss platt gemacht und war dann kurz geschockt, wie damals der Loot war. Weil der hat nämlich gedroppt, der Endboss von der Q-Welt, ein grünes Item. Ein blaues Item, ein lila Item. Das war's. Perfekt. Was will man Was mehr? damals ein krasser Drop war, ohne Frage. Heutzutage denke ich, beschwere ich mich, warum droppen eigentlich die Q6 Map 2 Ritter nur noch so schlecht? Ja, aber du musst bedenken, zurzeit kannst du doch die Ritter übernehmen, die ganzen. Mit Gedankenkontrolle.
Das. Und einige Bosse, wenn du es schon gemerkt hast, haben sie mit dem neuen Patch 212 deutlich erhöht. Ich sage nur Mortis, Infinite 2, der Hauch. Vorher war, hat er so wenig Schaden gemacht und jetzt dagegen. Jo, Respekt, sage ich nur. Auch beim Skelettdrachen. Oh, das habe ich ja noch nicht ausprobiert, den Hauch, aber auf jeden Fall konnte man da teilweise einfach drin stehen bleiben. Früher, beziehungsweise früher Mortis zu machen. Ey, du warst früher der absolute King. Du warst der King auf dem Spielplatz, wenn du Mortis besiegen konntest. Die Leute haben dich so angehimmelt. Teilweise haben sie einen, zu 45er Zeiten haben sie einen teilweise Essenzen angeboten. Ey, mach mir mal Mortis. Damit du den halt Mortis machst. Das waren halt echt krasse Zeiten. Du hast dich gefühlt wie der übertriebenste Boss. Ich meine, das war auch damals heftig so. Ey, yo, ich schaff Mortis solo. Das war damals wirklich so das Endgame. Und dann hast du versucht, ihn immer besser zu verkloppen. Und damals droppt halt Mortis auch nur ein Lila, Mortis-Maske. ein Blau, ein Grün. Und ab und zu mal ein Amulett der Glyphen. Also das, Aber heutzutage. heutzutage bekommst du 5 Legis und bist trotzdem noch sad, dass es nicht mehr droppt. Und die Glyphen, also ich muss sagen, also das Glyphensystem ist ja natürlich dadurch, dass andere Werte auch noch gestiegen sind, auch nicht mehr so essentiell wie früher. Ich meine, früher, wenn du eine Waffe für 55 hochgezogen hast, dann hattest du übertrieben viel Damage mehr. Heute zwar auch noch, aber halt auch nicht mehr so viel durch viele anderen Items. Ja, das ist ein bisschen anders. Wenn du die Glyphen nicht hättest, mach mal die ganzen Glyphen raus und guck. Nein, besser gesagt, mach mal jetzt ein Bild davon, was du jetzt an Defensive, Resi, Schaden und so weiter alles hast. Und dann mal ohne Glyphen. Du siehst gleich den Unterschied und merkst ihn auch in Ja, deinem war bei der Boss. Defensive schon, aber bei der Offensive macht es nicht so einen krassen Unterschied. Wobei Ja, man schon. mit. Wobei mit. Erstens Crit, Schaden geht natürlich auch runter. Ist schon eine Menge. Also wenn man das unterschätzt. Aber früher gab es ja nicht sowas wie Infernal oder höher als 55% Crit Rate kommen. Damals ging es ja ab 55% exponentiell nach oben. Man konnte es quasi vergessen, höher zu kommen. Aber wie heißt es, diese Sachen, die meistens immer mitgewachsen sind pro Erweiterung, sind mittlerweile halt nicht mehr so essentiell geworden. Zwar sind sie halt immer noch enorm wichtig, aber halt nicht mehr so, wenn du das nicht hast, bist du komplett unten durch. Weil das warst du früher bei 45 halt schon. Wenn du halt nicht die Glyphen und nicht die Steine hattest, dann ja, geh erstmal weiter schön fahren, bevor du weitermachst. Wenn ich mir überlege, bei meinem ersten Mortis, Alter, da habe ich den ganz knapp geschafft. Ich glaube, eine Seele hatte mir gefehlt, ansonsten wäre es fehlgeschlagen. Und ich dachte mir so, boah, ich habe ihn geschafft. Ich glaube, er hat auch noch zig Versuche gebraucht, wo ich nicht geschafft habe. Und dann, es war schon, Da kommt die Freude auf. da kam halt damals echt Freude auf. Und heutzutage, gibt es heute noch schwere Bosse? Mittlerweile ist nur noch Ja, bis so, jetzt. schaffe ich den Man Boss muss jetzt 10 ehrlich Sekunden sagen. schneller oder nicht? Ich würde sagen, Big Point hat es ein bisschen scheiße gemacht. Eins, sag ich mal so. Weil Q10 ist immer noch nicht da, Infernal 4 ist noch nicht da. Die Leute, sehr, sehr viele langweilen sich. Weil es ist nicht wirklich mehr Herausforderung da. Oder wie siehst du das? Die Herausforderung ist nicht mehr so da, wie sie früher war. Auch wenn sie jetzt die Bosse irgendwie stärker machen oder sonst was. Es kommt einem eher so vor, so. Beziehungsweise mit dieser Balancing-Methode, die sie gemacht haben, wir verpassen den Bossen jetzt einfach mehr Lebenspunkte. Ist halt. Also, ich meine, wenn die Bosse doppelt so viel Leben hat, macht sie nicht stärker. Und Die dadurch die halten auch mehr Bosse. aus. Ja, sie halten zwar mehr aus, aber. Das macht die halt eben nicht Also, stärker. dann können wir noch mal was sagen wegen dem Event. Wie findest du das, dass man am Tag nur 5 Knüppel kaufen kann? Das ist, Findest du das gut oder nicht? also, soweit ich weiß, war die Bälle versus hier die Entscheidung von Big Point, dass man die Piñatas nicht abusen kann, wenn man es macht. Aber denke ich mir so, damals hat es gereicht, einen Knüppel zu haben. Und dann denke ich mir aber auch jetzt auch so, wie soll man dann die Zump-Piñata aktivieren oder da was sich holen? Das ist, Zum denke Glück denk ich mir werden wir nicht so. gepusht.
denke ich mir so, das ist schon wieder so, ihr wollt doch die Leute, ihr wollt doch Geld verdienen. Warum macht ihr es bei so einem Event dann weg? Ja, zurzeit kommt es so vor, ob sie kein Geld mehr verdienen wollen. Weil das wäre eine super Einnahmequelle. Muss man Und bedenken. da wären die Leute Weil es einfach so sogar viele willig Leute. gewesen zu bezahlen und wenn hätten es okay gefunden. Ja, so viele Leute hätten dafür was nochmal Geld reingesteckt und die einen Mann genutzt, was sie noch haben, für Knüppel, aber so. Okay. Da sagt man sich für was. Wie viel hat denn ein Knüppel nochmal gekostet? Zurzeit 500 nur. Nee. 500? Ich Nee. glaube, das sieht man sogar hier 200. im Dingsbums, ne? 200 kostet ein Knüppel. War das nicht Ja, damals nee. teurer? Nee, nee, nee. Das heißt, der Zumpe kostet 250 Knüppel. Das heißt, das wären 50.000 an der Mann. Vielleicht wollten sie damit einfach einschränken, dass die Leute zu viele Ruhen bekommen. Aber was ich noch viel schlimmer bei dem Event finde, sind ja dann die Challenges, die kommen. Die vorher relativ geil waren, so echt schmackhaft gemacht wurden. Und dann eine kleine Änderung auf dem Testserver, dass diese kompletten Challenges komplett. Ich möchte sie nicht mehr spielen. Es sah auf jeden Fall nicht schön aus, sagen wir so. Weil. Aber gucken wir uns das mal an, wie das genau wird. Vielleicht ändern sie ja noch was. Nee, ich denke jetzt eher nicht, weil meistens ist so eine Entscheidung, wenn es einmal auf dem Testserver war und beziehungsweise wenn es dann kurz vorm Ende ist, ich meine, es wurde schon hochgeladen und ich denke nicht, dass es noch geändert haben. Weil die kleine Änderung, die sie gemacht haben, ist halt die goldene Knüppel am Ende. Oh, jetzt habe ich gerade ich bin weg. Gute Nacht. Ist jetzt mein Internet aus oder was? Du bist weg. Ja, also Drakensang ist gerade kaputt gegangen. Passt ja quasi zum Video. Läuft. Ja gut, Er ist dann. rausgeflogen. Also Okay. ich bin jetzt erstmal rausgeflogen. Ja, machen wir in der nächsten Folge weiter. Also sagen wir jetzt beide erstmal Tschüss und so geht's gleich in der nächsten Folge weiter. Ich bin mal gespannt, Ich ob ich auch. jetzt nochmal wieder reinkomme. Tschüss.